So Leute, da sind wir beim nächsten Video und zwar diesmal ein Opening von etwas, das alt ist. Nein, nicht ich. Wir haben hier ein Hauptspiel, das ist, glaube ich, Hauptspiel 8 oder Hauptspiel 9. Sekunde. 8. Es ist 8. Edition. Und 8. Edition, wer es nicht weiß, da ist ein neuer Border reingekommen. Und wunderschöne weißrandige Karten. Ja, das ist ein Zwei-Spieler-Starter. Es steht auch zwei Decks mit illustrierten Karten, die Kreaturen und Zaubersprüche darstellen. Großartig. Zwei Spielhilfen und leicht verstehbares Regelbuch. Ja, wir kennen Magic. Magic ist nicht so einfach. Im Jahr 1993 löste dieses Kartenspiel eine Revolution in der Spielewelt aus. Heute gibt es sich 6 Millionen Spieler. Die Zahl haben wir mehr als verdoppelt. Weit mehr als verdoppelt. Und ja, das Ganze wurde mir vom lieben Patrick zur Verfügung gestellt. Also nicht MTG mit Patrick, sondern Patrick bei uns der Gruppe. Den habt ihr schon gesehen. Er hat Eldrazi und Goblins euch mal vorgestellt. Und der hat in einem sehr beschwipsten Zustand sich das Ding gekauft und dachte sich, oh geil, dann hat er gemerkt so, shit, ich habe ein Display geordert. Und ja, dementsprechend gucken wir uns das mal an, wenn ich es denn aufkriege. Ihr wisst, ich mache zwar gerne Openings, aber ich bin kacke da drin. Da, oh mein Gott, die Karten sind jetzt... 8. Edition ist wann? Wann gewesen? Wann kam das raus? 2003. Also 18 Jahre jetzt her. Da steht auch groß und dick drauf. 10th Anniversary von Magic, also 10 Jahre Magic von 2003. 93, 2003, logisch. So, dann gucken wir mal, was wir haben. Wunderschön. Ha. Oh mein Gott, diese Pappe und... Was kommt hier raus? Mehr Plastik, Alter. Das nenne ich ein Curling. Das nenne ich Curling. Ja, die Pappe, nehmen wir mal beiseite, aber es ist... Okay, ich bin mehr Plastik. Das ist die Spielhilfe. Oh Gott. Oh Gott. What the fuck? Strange. Als Kind hatte ich sowas auch rumstehen, aber ich habe das nie gehabt, tatsächlich. Ehrlich gesagt, also als Kind, aber ich 13. Oh mein Gott, das sind Playmats. Und zwar sind das Spielhilfen, mit denen ihr eure Lebenspunkte anzeigen könnt, von 20 auf 1, eure Bibliothek hinlegen könnt, euren Friedhof anzeigen könnt. Und hier sind noch Erklären von Hauptspiel, das ist das. Ein Theme Deck, das sind die Decks davon gewesen, hier mit dem Goblin Deck, und Booster Packs. Hier sind dann die 5 Starter Decks, die 5 Themen Decks erklärt, mit Schwere Jungs, Luftschlag, Tempofackel, Vertreibung und Lebensader. Und ich muss sagen, das war damals ziemlich einfach. Was ich liebe, ist einfach dieses Anfänger-Fortgeschrittene. Ich finde das so cool. Es gibt ja auch noch Experten. Es gab irgendwann Experten. Das fand ich richtig cool. Ist das hier gleich? Ja, das ist gleich, nur in anderen Farben, damit die beiden Spieler was haben. Und dann hat man hier einmal in Silber, einmal in Gold. Deck von Spieler Silber, Deck von Spieler Gold. Bitte nicht mischen. Das gucken wir uns aber gleich erst an. Beginne hier. Wow, what? Okay, hier haben wir ein Regelbuch. Da steht auch, besuch unsere Website magicthegathering.com. 2003 war schon übel. Weil das Internet war für uns alle Neuland und ist für uns alle Neuland. Und deswegen gucken wir mal kurz hier rein. Inhalt, Kapitel 1, Grundlagen, Fähigkeiten, die goldene Regel. Mhm. Ablauf des Spielzuges, Kreaturenfähigkeiten, die 5 Farben. Wichtig. Es bringt nicht so viel, wenn du das ganze Regelbuch durchlässt, bevor du ein paar Runden gespielt hast. Ja, ein paar Runden habe ich gespielt, aber hier auch mit Illustrationen, hier mit Erklärungen. Das ist richtig, richtig, richtig cool. Ligen und Turniere. Da wird gezeigt, wie das wie so ein 8-Mann-Turnier funktioniert. Oh mein Gott, wie cool. Formate. Constructed, Standard, Limited, Sealed Deck, Booster Draft, Block Constructed. Mal gucken, was hier noch drin ist. Rochester Draft. Das war's. Also nur Draft im Standard. Modern gab es damals noch nicht. Angreifende Kreaturen, bleibende Karten. Also hier wurde echt vieles,
vieles erklärt. Das ist, sowas findet man heute gar nicht mehr. Mit einer Danksagung. Doch hier Hasbro Deutschland. 2003 war Magic schon Hasbro. Krass. Krass, krass, krass. Ja. Haben wir das? Dann haben wir hier diese Lernen zu spielen. Das ist Jeezy. Wenn du diese Spielhilfe benutzt, erstes Spiel geführt. Oh Gott, what? Das, also das könnt ihr mir nicht sagen, dass das heute immer noch so wäre. Das ist ja wahnsinnig. Diese Illustration hier mit dem Schwert und dem Schild. What the fuck? Oh mein Gott. Mit Block. Guck mal hier. Block. Geil. Ich liebe es. Ich liebe diese Cheesiness. Das hast du heute nicht mehr. Oh mein Gott. Ich vermisse das. Wow, ist das cool mit der Lava-Axt. Wow, hier mit den ganzen Tentakeln. Oh mein Gott. Und jetzt bin ich gespannt, was hier drin ist. Hier ist dann wahrscheinlich genau die andere Seite drin. Und genau, hier spielt man als grauer Spieler gegen den goldenen Spieler und hier spielt man gegen den silbernen Spieler. Und das haben sie sogar so gemacht, dass die unterschiedliche Charaktere sind. Das ist halt der Hammer. Das ist, boah, Alter. Ich bin voll am Schwärmen. Und gucken wir uns die beiden Decks mal an. Bitte nicht mischen. Deck von Spieler Silber. Da geht es wirklich darum, dass ihr das erste Spiel mit diesem Spielehilfe-Guide, also beide Spieler sitzen, haben ihr Deck vor sich und gucken sich dann in diesem Guide an, was sie tun müssen. Und wir gucken uns jetzt trotzdem das Deck einfach mal an. Riesen-Oktopus, das ist also ein blau-weißes Deck. 4x3-3, Ruhmsucher, Zauberer, diese Insel. Ich liebe diese Insel. Eine der schönsten Inseln. Korallenaal-Insel, Rache. Inhaltsverzeichnis, Ruhmsucher. Gibt es hier eine Rare drin? Riesenoktopus, Ruhmsucher, Korallenaal, Heiliger Nektar, Vizedrix. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Rare hier drin sind zwei Vizedrixe. Danke dafür, Wizards. Also die Starthand 2, 4, 6, 7 ist die Starthand. Okay, das ist nicht so geil, aber ja, die Vizedrixe, oh mein Gott. Ja, wer es nicht weiß, Vizedrix, 7 Mana, 6, 6, kein Effekt, war damals eine Rare. Wäre heute wahrscheinlich nicht mal geprintet. So, und dann gucken wir uns an, das ist dann wahrscheinlich ein grün-rotes, würde ich mal ausgehen. Oder, ja, grün-rot oder grün-schwarz, wahrscheinlich eher grün-rot. Nordwaldläufer, jawohl, Hügelriese mit Rot. Auch ein wunderschönes Gebirge, Steinhagel, zerstört Länder. Vulkanhammer, wucherndes Wachstum. Gewaltiger Ballauf. Hier ist 7 Mana 7-7. In grün war das eine Ankam. Und in blau ist es einfach eine Rare. What the fuck? Das ist so krass. Das ist so. Das sind so. Oh, die Karten riechen auch richtig geil. Was ist hier die Rare? Hier gibt es keine Rare drin. Hier gibt es eine Ankam drin. What? Also hier haben wir eine 7 Mana 6-6 Rare. Ich kann es nicht. Oh, Katze fängt an. Katze. Ja, hier haben wir eine 7 Mana 7-7 Ankam. Grün ist bevorzugt, habe ich das Gefühl. Ganz, ganz hart. Ja, das war ein kurzes Video, einmal zu zeigen, was in so Starter drin ist. Und ja, bitte nicht mischen. Bitte, bitte nicht mischen. Hammer. Danke, danke auf jeden Fall, dass ich es aufmachen durfte. Das ist Nostalgie für mich pur. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Das Wahnsinn. Wahnsinn. Einfach cool. Ich liebe es. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.